Du bist auf eine Hochzeit eingeladen und willst einen eleganten Krawattenknoten tragen? Dann ist der doppelte Windsor die perfekte Wahl. Ich zeige dir, wie du in wenigen Schritten deine Krawatte binden kannst. Klappe dafür deinen Hemdkragen nach oben und lege die Krawatte so um deinen Hals, dass die breite Seite links liegt und deutlich länger herunterhängt als die schmale. Lege das breite Ende wie ein X darüber und halte beide Teile fest. Jetzt führst du das breite Ende von hinten durch die Halsschlinge. Fertig ist der erste Knoten. Jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ziehe das breite Teil hinter dem Knoten nach links, sodass du die Rückseite der Krawatte siehst. Fädle es nun von vorne wieder durch die Halsschlinge und ziehe den zweiten Knoten nach unten fest. Weiter geht's mit dem dritten und letzten Knoten. Schlage dafür das breite Ende von links über den Knoten nach rechts. Mit deinem Zeigefinger bildest du eine Schlaufe. Führe das breite Krawattenende von rechts unten durch die Halsschlinge nach vorne und ziehe es durch die Schlaufe. Im letzten Schritt hältst du das schmale Ende fest, während du den Knoten langsam zuziehst. Fertig ist der doppelte Windsor-Knoten, den du am besten mit einem eleganten Einstecktuch kombinierst. Schau dir auch unsere weiteren Anleitungen an und abonniere den Bräuninger-Kanal, um keine Styling-Tipps zu verpassen.